Die Umbauarbeiten für das Phantom der Oper im Oberhausener Metronomtheater laufen auf Hochtouren. Doch vorher gibt es noch viel zu tun. Tonnenschwere Requisiten und komplexe Technik müssen vorbereitet und aufgebaut werden. Mein Name ist Martin Siebler. Ich bin hier Technical Supervisor für das Phantom der Oper, für den Einbau. Die größte Herausforderung ist der Umbau an sich, weil wir ganz wenig Zeit haben und ein sehr traditionelles Set haben, das in der Zeit reinzubauen, so dass es für den Zuschauer am Ende ein Genuss ist. Das ist die große Herausforderung. Der Kronleuchter an sich hat ein Gewicht von 500 Kilo mit dem Effekt, dass er nämlich auf einmal in den Zuschauerraum fällt mit über 6000 Kristallperlen, die da dran sind und einzeln gesichert sind. Und dahinter steckt noch eine hydraulische Maschinerie von circa 3 Tonnen. Und das befindet sich alles unterm Dach des Theaters. Also wir arbeiten 24 Stunden am Tag mit 3 Schichten zwischen 30 und 50 Leuten pro Schicht. Phantom der Oper ist ein Stück, was wirklich ganz spektakuläre Bilder und Musiken liefert. Es gibt ganz viele traditionelle Tricks. Es sind da Spiegel mit im Einsatz. Es geht über Blackout, es geht über Pyroblitze, also Blendeffekte. Und wenn man dann wieder auf die Bühne schaut, ist das neue Szenenbild da. Das sind ganz, ganz tolle Effekte, die man wirklich einfach gesehen haben muss. Bis zum 12. November muss alles stehen. Denn dann feiert das aufwendigste Musical der Welt Premiere.